Hallo und herzlich willkommen bei Wattebettchen-Tee. Ich bin Denise, das ist der Sammy, das ist Klein Kalumi. Und der Sammy und ich zeigen euch heute, wie man eine verloren Freisuche aufbaut. Das heißt, der Sammy wird lernen, Gegenstände, die ich unterwegs verliere, zu suchen. Und zwar nicht auf meiner Rückspur, das kann man auch beibringen, oder so wie wir es machen, dass wir einfach den Hund in ein Gebiet schicken und er soll dort alles finden, was nach Mensch riecht. Dafür ist es wichtig, dass der Hund schon irgendwas suchen kann, was er gerne mag, also ein Spielzeug oder ein Keks. Und das bauen wir dann mit dem Gegenstand zusammen. Das heißt, ich habe jetzt schon ein paar Gegenstände, einmal so eine Handyhülle, eine Fernbedienung, ein Taschentuchpackerl. Und halt, da ist noch ein bisschen was anderes drin. Und am Anfang wird es dem Hund sehr leicht gemacht. Also er hat eine relativ einfache Suche. Und das Motivationsobjekt, also das, was er schon kennt, eben für den Sammy ein Stück Futter zum Beispiel, liegt dann auf dem Gegenstand, den er nachher suchen soll, drauf. Und das verknüpft er dann. Wenn er das schon ein bisschen geübt hat, dann lässt man das Futterstück weg und legt nur den Gegenstand aus und wartet darauf, bis der Hund eine Anzeige anbietet bzw. einfach kurz zögert. Und das markert und belohnen wir da. Super. Wenn das auch schon gut funktioniert, dann kann man die Suche schwer machen. Aber wir fangen jetzt einfach mal leicht an.
das war jetzt der Aufbau im Schnellverfahren. Und natürlich übt man das dann immer mit verschiedenen Menschen in verschiedenen Gebieten, macht das Ganze größer und so weiter und so fort. Und irgendwann kann der Hund dann einfach alles finden, was nach Mensch riecht. Das heißt, man kann mit dem Hund zum Beispiel auch Straße aufräumen gehen. Ja, ich hoffe, es macht euch Spaß und wenn ihr Hilfe braucht, dann schreibt mir gerne. Bye!